Fans, hallo liebe Zuschauer, ich bin's euer Holger von Holgers Wunderland. Heute wieder aus dem Wald hier und heute gibt es den zweiten Teil von der EPA. Ich habe den Karton immer noch hier. Jetzt geht er wieder nicht zu. Nochmal, also das ist hier die EPA. Sehen ja. Gibt es heute den zweiten Teil von. Ich werde euch nicht zu viel verraten, was jetzt. Ich werde immer noch nicht alles probieren, aber das meiste schon. Wichtig ist, ich will gleich unbedingt gucken, wie die Bolognese sind. Ganz wichtig. Und dann werde ich den Topf einmal erwärmen. Deswegen habe ich nochmal meinen Gaskocher mitgebracht und das seht ihr gleich im Video. Bis gleich. So, dann geht's mal los hier. Also wir haben die Bolognese, die werde ich gleich testen. Das Brot werde ich testen. Marmelade brauche ich nicht testen und dann werde ich noch die Moment, welche Wurst war es jetzt? Die Geflügel-Leona, weil ich werde nicht alles aufmachen und die Gemüsebouillon. Ja, und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen, weil ich wollte das Video nicht so lang werden lassen wie das letzte Mal. Auf jeden Fall noch den Sesamriegel. Sind übrigens 3 Stück drin, so wie ich das gesehen habe. Und das Vollkornfrüchte-Müsli. So, dann machen wir die Klappe erstmal zu. Hier legen wir erstmal kurz zur Seite. Hab mir auch wieder ein bisschen ein paar Sachen mitgebracht. Fangen wir mal mit dem Früchtemüsli an. 150 ml kaltes Wasser. Heute habe ich mal meinen Messbecher nicht mit dabei, aber ich habe meine Tasse mit. Und da ich letztes Mal die Tasse weiß, wie voll die gewesen ist, werde ich das damit machen. Dann können wir die erstmal vernünftig aufhalten hier. So. Dann haben wir nämlich gelernt, dass man hier unten die Dinger auch aufreißen muss. Dass man einen geraden Boden kriegt. So. Hier noch ein bisschen, so, dann hat man unten einen geraden Boden. Ich nehme jetzt die Finger dafür, das ist mir sowas von egal. Dann nehmen wir die Tasche, wir nehmen das Wasser hier aus dem Bach. So, sind es ungefähr 150 ml. Übrigens hier nochmal. So sieht das Ganze aus. Riecht wie Smacks von Kellogg's. Ja, das müssen wir jetzt. Wie lange muss das jetzt stehen? Gut durchrühren, habe ich gemacht. Aber irgendwie werde ich das noch ein bisschen stehen lassen. So, ich mag das nämlich nicht, wenn das so hart ist. Bei mir muss das weiß sein. Fangen wir doch gleich mal mit dem nächsten an. Bevor wir jetzt das Essen kochen, machen wir mal die Gemüsebouillon. Dafür habe ich schon meinen Gaskocher hier vorbereitet. 250 ml Wasser. Das kriegen wir auch hin. Dafür brauchen wir wieder meinen normalen Becher. Dann erwärmen wir das Ganze. Dann machen wir mal die Gemüsebouillon da rein.
bin ja mal gespannt, wie die schmeckt. Ja, riecht irgendwie wie Gemüsebouillon. Und in der Zwischenzeit kann ich ja schon mal den Sesamriegel testen. Ich hoffe, man kann mich noch verstehen. Das ist jetzt so mit Krokant und so, so wie es aussieht. Hier stehen gar keine Inhaltsstoffe drauf. Kann ich, doch, da steht es. 51% Sesamsamen, Malzsirup, Zucker, Honig, kann Spuren von Erdnüssen enthalten. Schmeckt nach Sesamriegel mit Honig. Lass mal auch noch einen Moment durchziehen. In der Zwischenzeit werden wir mal gucken, was das Müsli macht. Ah, jetzt ist schon schön, schön schlonzig. Sag ich doch, schmeckt. Das ist kein Müsli, das sind Smacks. Smacks mit Gemüse, mit Obst. Kleiner Tipp von mir, nimmt ein bisschen weniger Wasser. So. Stehen wir mal zur Seite. Aber das Müsli kann man gut essen. Ich sehe nichts mehr. Ist noch zu heiß. Müssen wir noch einen Moment abkühlen lassen. Dann werde ich mal in der Zwischenzeit das Dosenbrot testen. Obwohl, das brauche ich nicht testen. Da weiß ich, wie es schmeckt. Das ist hier wieder in Scheiben geschnitten. Da hole ich mir jetzt mal mein Messer raus. Ich habe leider heute nur so ein etwas größeres dabei. Mein kleines Messer ist zu Hause. Ich habe das falsche eingesteckt. Aber das macht ja nichts. Na toll. Also Aufreißlasche kannst du auch vergessen hier. Müssen wir es mit dem Messer öffnen. Naja, riecht schon mal ganz gut. Dann werden wir mal mit dem probieren. Eigentlich ist das ja keine Streichwurst. Eigentlich ist das ja eine Belegwurst. Weil das ist ja die Geflügel-Leona. So.
Das Brot ist mal wieder trocken ohne Ende. Aber die Wurst ist echt lecker da drauf. Und zusammen Wurst und Brot ist eine gute Kombination. Dann ist das Brot nicht mehr ganz so trocken. Kann man ganz gut essen. Ein bisschen was zu trinken dazu. Da freut sich der Soldat im Feld. Und nicht nur der. Das wäre auch bestimmt eine gute Sache in der Krise. Dosenbrot. Deswegen habe ich sie auch zu Hause liegen. Ja, und die Gemüsebouillon, 250 Milliliter Wasser drin, ist, naja, mehr als wässrig. Übrigens, falls ihr euch diese Tasse hat, 270 Milliliter passt da rein, habe ich mal ausgemessen, wenn sie randvoll ist. Also mit den 250 Milliliter passt das schon. Aber die ist sehr wässrig. Die könnte also ruhig ein bisschen mehr drin sein. Das ist ein bisschen lau. Ich habe mir jetzt nämlich überlegt, ich werde die Nudeln Bolognese jetzt einfach mal öffnen und in den Topf reinpacken. Weil Wasserbad warm machen war letztes Mal nicht so gut. So, das Ganze sieht nicht besonders lecker aus, muss ich sagen. Aber gut, dafür bin ich ja da, um das zu testen. Was war das? Hast du es auch gesehen? Ich wünschte nur, ich hätte es niemals gesehen. Ich beiß für euch in den sauren Apfel. Ich hoffe, das schmeckt warm besser. So, und dann werde ich die Nudeln Bolognese mal warm probieren. Also kalt war es eben schon kein Genuss. Ja, die schmecken auf jeden Fall besser als das Hühnerfrikassee letzte Woche. Das schmeckt ähnlich wie aus den Dosen diese Nudeln in Tomatensoße mit Hackbällchen. Das schmeckt so ähnlich. Also wenn ich mir einen Bolognese selber koche zu Hause, schmeckt das viel besser. Aber das hier im Feld, das geht. Dann werde ich mal gucken, was wir noch Schönes haben. Wisst ihr was? Ich werde noch die Bananenchips und die Cookies mit Vanillegeschmack testen. Die Säfte, na, die lasse ich mal lieber. Das ist beides Zitrone und saure Sachen. Also die sehen so aus, so wie kleine Kakaobohnen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, so Mini-Kekse. Sind lecker. Oh, da muss ich mir auch zusammenreißen. Da darf ich nicht zu viel von essen. Die sind ja sowas von schweinelecker. Jetzt brauche ich schon wieder das Messer. Obwohl, wie sollen Bananenchips schmecken? Das sind einfach gefriergetrocknete Bananen wahrscheinlich. Nee. Getrocknete Bananen, Kokosöl, Zucker, natürliches Aroma und Honig. Sind trotzdem lecker. Ich bin eigentlich kein großer Bananenfan, aber die sind lecker. Prost.
Wenn die Brühe etwas kälter wird, schmeckt sie besser. Jetzt durch die süßen Bananen und die Cookies kommt das Würzige auch ein bisschen mehr raus hier. Also die Mischung ist doch ganz gut. So, das war's dann erstmal mit dem Video. Ich habe jetzt bis auf den Thunfisch und die Getränkepulver und den einen Marmelade habe ich alles durchgetestet. Ja, und das eine Fleischzeug, ja, diesen Aufschnitt. Da bin ich aber das Grobe, das ist nicht so ganz meins, bin ich ganz ehrlich. Werde ich vielleicht auch irgendwann essen, aber ich werde es nicht filmen. Der hat auch lecker geschmeckt. Ich muss jetzt mal gucken, von wo wird denn der hergestellt. Kann man nicht mehr erlesen. Naja, ich glaube, es ist wahrscheinlich Farmland oder so. So, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, drückt die Glocke. Vergesst das Kommentieren nicht, das Liken, das Disliken, wie auch immer. Und Tschüssikowski, euer Holger. Oh, ist das schön hier oben. Ah, ja. So. Jetzt geht's ganz aufrollen.